Bin sehr angenehm überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Leider hatte ich so viel gar nicht eingeplant, darum muss hier vorne noch fleißig geschnibbelt werden. Ich hoffe, ich werde dem Andrang hier gerecht werden. Ich habe eben schon kurz überlegt, wenn so viele Leute da sind, könnten wir ja mal richtig Mathe machen, weil. Keine Angst, machen wir nicht. Ich hab auch. Genau. Das ist das erste Mal, seit ich hier bin, dass ich ein farbige Notizen habe. Sie sehen, es wird bunt werden. Ich habe so einen kleinen Vorrat an Themen da für Dinge wie jetzt zum Beispiel diese Weihnachtsvorlesung, bei denen ich mir so denke, da könnte man was mal drüber erzählen. Dinge, die ich noch nicht erzählt habe, die ich selbst interessant finde, die ganz schön sind. Und was ich heute machen wollte, das hatte ich eigentlich schon länger mal vor, ist das Thema Scherenkongruenz, Jordan'scher Kurvensatz und Dehnvarianten. Das stand jedenfalls auf meinem Notizzettel. Dann habe ich aber gedacht, das ist auf jeden Fall kein guter Titel für so einen Vortrag, also das streichen wir mal. Das Thema werden wir trotzdem nehmen, aber ich werde das noch anders nennen. Ich habe dann auch also endgültig entschieden, was ich mache am Freitagabend und habe dann gedacht, es wäre ganz gut, ein kleines Demo-Programm dafür zu schreiben, was mich ein ganzes Wochenende gekostet hat, das zumindest in so einen Prototypenstatus zu bringen. Das werden wir jetzt sehen. Und dann habe ich bei dem Schreiben dieses Programms gedacht, eigentlich wäre es ganz interessant, Ihnen ein bisschen was darüber zu erzählen, was ich für das Programm alles brauchte, weil das in die Richtung erstens der Computergrafik geht und zweitens auch, was zu dem Thema sagt, was wir hier bearbeiten werden. Also es geht um dieses Demo-Programm, es geht um diese Themen, die hier stehen, die ich jetzt durchgestrichen habe. Und um dafür mal so eine knackige Gesamtüberschrift zu finden, habe ich das Ganze dann einfach Polygone genannt. Also es wird irgendwie um Polygone gehen. Und nebenbei mal ein bisschen Werbung. Abgesehen von diesem einen Foto, dieses eine Foto ist mit einer 40 Jahre alten Leica gemacht worden. Aber abgesehen von diesem Foto sind sämtliche Folien mit LaTeX gemacht worden. Das sage ich deswegen, weil in den Folien sehr viel Grafik drin ist. Es geht ja um Grafik und Geometrie. Und da ist nichts bei, was ich in irgendeinem Programm zusammengeklickt habe oder sowas in der Art, sondern das ist alles komplett in einem LaTeX-Dokument drin und man kann damit, gerade wenn es um sowas geht, ganz wunderbare Folien machen. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum es Menschen gibt, die PowerPoint benutzen, aber müssen ja nicht alle gleich sein. Okay, was ich vorweg auch noch sagen muss, ist, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von Ihnen Pete Glocke. Das ist so ein Typ, der so eine Art Comedy oder Kabarett macht. Und eine von seinen äußerst enervierenden Eigenschaften ist, dass der ständig abschweift. Ich kenne das auch von anderen Leuten, die ich privat kenne, dass sie irgendwas erzählen und dann schweifen die mal ab und man wartet immer darauf, dass sie jetzt eigentlich zu dem zurückkommen, was sie eigentlich sagen wollten. Und das werde ich heute auch ständig machen. Das hat aber alles Plan. Nicht, dass Sie denken, ich würde so, weil ich mache ja nichts zufällig, sondern das ist alles geplant. Also immer, wenn Sie zwischendurch denken, jetzt hat er völlig vergessen, worum es eigentlich geht, hat er gar nicht, sondern das ist eine geplante Abschweifung. Sie haben sich wahrscheinlich gefragt, warum Sie Scheren mitbringen sollen. Dafür. Bevor wir anfangen, habe ich für Sie mal eine Aufgabe. Und vielleicht können wir die einfach mal rumgehen. Jeder sollte sich einen roten und einen blauen Zettel nehmen. Und auf dem roten Zettel ist, wie Sie sehen, so ein E drauf. Und auf dem blauen ist eine Ente. Ich glaube, das ist eine Ente, ne? Eine Ente drauf. Und Sie sollen bitte Folgendes machen. Ich denke mal, so 5 bis 10 Minuten wären dafür ganz gut, um warm zu werden, bevor wir richtig loslegen. Ich hoffe, nachdem wir die jetzt klein geschnitten haben, sind genug da. Ihr Job ist folgender. Sie nehmen sich eine von den beiden Figuren, egal welche, was Ihnen lieber ist. Und diese eine Figur zerschneiden Sie mit der Schere in Stücke. Und zwar ist Ihr Ziel, die so in Stücke zu zerschneiden, dass Sie aus diesen Puzzleteilen die andere Figur exakt zusammensetzen können. Es gibt ein paar Regeln. Erlaubt ist das Folgende: Sie dürfen mit der Schere gerade Schnitte quer durch die Figur machen, so wie ich das da angezeichnet habe. Nicht erlaubt ist gekrümmte Linien machen, also irgendwie da so krumm drin rumschneiden, ja. Und auch nicht erlaubt ist, so über die Ecke zu schneiden, wobei das mit dem über die Ecke schneiden nicht wirklich so ein Problem ist. Denn wenn Sie unbedingt um die Ecke schneiden wollen, dann können Sie ja einmal senkrecht, einmal waagerecht schneiden, dann haben Sie Ihre Ecke rausgeschnitten, ne? Dann haben Sie halt ein paar mehr Stücke. Ja, ansonsten würde ich sagen, schneiden Sie erstmal die Figuren selbst aus, damit Sie überhaupt loslegen können. Und dann machen wir da mal so 5 bis 10 Minuten, wo alle ein bisschen spielen. Und dann zeige ich Ihnen die Lösung. Das war also Ihr Job.
Ich zeige Ihnen jetzt mal eine Lösung. Herr Morus hat mich eben schon gefragt, wie viele Lösungen es gibt. Das wird auch Teil dessen sein, was wir gleich machen. Im Endeffekt ist die Antwort, es gibt unendlich viele Lösungen. Das können Sie sich auch sofort überlegen. Wenn Sie eine Lösung haben, dann können Sie ja einfach Ihre Puzzlestücke in kleinere Teile zerschneiden. Dann haben Sie wieder eine Lösung mehr. Ne? Darum muss da schon ganz schön viele Lösungen geben. Ich zeige Ihnen eine. Das ist nicht unbedingt die beste. Die zeige ich Ihnen aus einem anderen Grund. Also ich hätte es zum Beispiel so gemacht, die so zerschnitten. Aber wie gesagt, das kann man machen, wie man will. Vielleicht kann man hier erkennen, Sie haben links bei dem E, links unten und links oben zwei große Dreiecke, die tauchen in der Mitte der Ente auf. Dann haben Sie so im Mittelstreifen ein mittelgroßes Dreieck, das ist der Schwanz der Ente. Das Quadrat in der Mitte taucht vorne bei der Ente auf, naja und so weiter. Ne? Kann man, glaube ich, erkennen. Kommt jemandem genau diese spezielle Lösung hier bekannt vor, die ich da gezeigt habe? Fällt Ihnen dazu irgendwas ein? Vielleicht die mit Kindern? Das ist Tangram. Das war Tangram. Nur mal so nebenbei, darum geht es jetzt in dem Vortrag nicht, aber das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Das kann man sich sofort selbst basteln, sieht man da ja. Sie finden auch Bauanleitungen im Internet, aber da gibt es auch sehr schöne Varianten von in Holz oder so. Und man kann sich mit diesem Spiel wirklich wochenlang beschäftigen. Da sind wunderbare Puzzles drin. Das ist so aus dem, das ist mindestens 200 Jahre alt, wahrscheinlich noch älter, kommt aus China. Und Sie haben nichts weiter als 7 Teile und können damit unendlich viele Kombinationen bauen. Alle möglichen Tiere und geometrische Muster und was immer man sich vorstellen kann. Also der Witz an Tangram ist eigentlich nicht, besteht nicht aus diesen 7 Teilen, sondern dass Sie da ein dickes Buch mitbekommen, in dem wirklich tausende von Mustern drin stehen. Als Herausforderung. Jetzt aber zur Mathematik, um die es ja eigentlich gehen sollte. Was wir eben gemacht haben, bekommt auch einen Namen. Also wenn Mathematiker sich mit irgendwas beschäftigen, dann bekommt sowas immer einen Namen. Und das, was wir eben gemacht haben, ist ja, wir haben eine Figur zerschnitten und sie dann wieder zusammengesetzt. Und ich gebe Ihnen dafür jetzt mal eine halbwegs genaue mathematische Definition. Wenn man eine ebene geometrische Figur durch Zerschneiden längs gerader Linien und Zusammensetzen der so erhaltenen Stücke in eine andere Figur überführen kann, was wir gerade gemacht haben, so nennt man die erste Figur scherenkongruent zur zweiten. Den Begriff Kongruenz kennen Sie ja, gibt es in verschiedenen Zusammenhängen und in diesem Fall nennt man das scherenkongruent. Beispiel, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, nehmen Sie diese beiden Figuren hier. Wenn ich die Figur A nehme und schneide die längs dieser Linie durch, die da angedeutet ist, dann kann ich die natürlich sofort so zusammensetzen, dass ich Figur B rausbekomme, das Rechteck. Das heißt, nach unserer Definition wäre A scherenkongruent zu B. Aber fällt Ihnen bei dem Bild irgendwas auf? Umgekehrt geht das nicht. Also man muss immer ein bisschen aufpassen mit den Begriffen. Wenn man so einen Begriff hat wie kongruent zum Beispiel, dann erwartet man so ein paar Eigenschaften eigentlich natürlicherweise. Wenn Sie bei mir Mathe gehört haben, würden Sie sagen Symmetrie, Reflexivität, Transitivität und sowas. Und diese Relation ist zum Beispiel, wenn Sie allgemeine Figuren nehmen, nicht mal symmetrisch. Also wenn A kongruent zu B ist, ist deswegen B noch nicht kongruent zu A. Das ist natürlich schon mal doof. Darum, hier steht es nochmal im Kleingedruckten, A ist scherenkongruent zu B, aber B nicht zu A. Darum werden wir uns, und das war ja auch schon die Überschrift des Vortrags, nur mit Polygonen beschäftigen. Also wir betrachten nur noch Polygone. Da muss ich gleich mal vorweg schicken, weil in den Vorlesungen so oft Polynome vorkommen, werde ich sicher mehrfach Polynom sagen, wenn ich eigentlich Polygon meine. Ganz einfache Merkregel, in diesem Vortrag kommen gar keine Polynome vor. Das ist schon passiert. In diesem Vortrag kommen gar keine Polynome vor. Wenn ich also Polynom sage, meine ich Polygon, ganz einfach. Ne? Alles, was mit Poly anfängt, ist Polygon bis zum Ende des Vortrags, wenn dann auch noch Polyeder kommen, weil dann sage ich rechtzeitig Bescheid. Ja? Bis dahin immer Polygone. Polygone, was ist das nochmal? Polygone, nennt man auch Vielecke, sind einfach geschlossene Linienzüge. Also sie haben mehrere gerade Streckenstücke und die werden zusammengehängt. Das zum Beispiel ist ein ziemlich einfaches Polygon, ein Dreieck. Das ist auch ein Polygon, das besteht aus 4 Linienstücken. Unsere Ente von eben ist auch ein Polygon. Das besteht aus deutlich mehr als 4 Stücken, könnten wir jetzt zählen, aber wollen wir gar nicht. Das hier ist auch ein Polygon. Und jetzt können wir Sesamstraße spielen und sagen, welches von den 4 Dingen gehört nicht dazu. Jetzt könnte man sofort sagen, das rechts, weil es eine andere Farbe hat. Aber ich habe das natürlich aus didaktischen Gründen so gemacht. Abgesehen von der Farbe, fällt Ihnen noch irgendwas auf, warum das rechte Polygon anders ist als die anderen Kinder? Ja?
Das ist konkav oder nicht konvex. Also die Begriffe, die man hier benutzt, sind konvex und konkav. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Konvex heißt sowas wie nach außen gewölbt. Das kennen Sie vielleicht von Brillen oder Kontaktlinsen oder sowas. Und konkav, da gibt es ja diese eine Ecke, die nach innen geht. Also das rechts ist auch ein Polygon, aber es ist kein konvexes Polygon. Es ist nicht rundum nach außen gewölbt. Und ich hatte ja gesagt, ich werde zwischendurch immer wieder darüber reden, was man da in der Computergrafik macht, beziehungsweise was ich für mein Programm machen musste. Und die erste Abschweifung ist, wie könnte man denn, wenn man so ein Polygon vorliegen hat, wenn Sie das in einem Computer vorliegen haben, dann haben Sie ja im Allgemeinen nur die einzelnen Punkte, die Eckpunkte als XY-Koordinaten vorliegen. Wie könnte man dann feststellen, ob ein Polygon konvex ist? Also nicht mit gucken. Also die Frage ist, wie testet man die Konvexität von Polygonen? Links haben Sie eins mit 1, 2, 3, 4, 5 Ecken, rechts haben Sie eins mit 1, 2, 3, 4, 5 Ecken. Die Ecken liegen in Ihrem Computerprogramm als Zahlen vor. Das Computerprogramm kann aber nicht da so raufgucken wie wir und kann sagen, sieht man doch, dass das konvex ist und das links ja, das rechts nicht. Irgendwelche Ideen, worum es da eventuell gehen könnte bei der Konvexität? Genau, sehr gut. Das ist die erste Methode, die einem sofort einfällt. Die ist auch anschaulich ganz klar. Zwischen benachbarten Linienstücken die Winkel messen, kann man vielleicht von hinten nicht ganz so gut sehen. Ich habe hier mal eingezeichnet in der linken Figur. Da habe ich immer die Winkel in blau gemessen und sie messen immer und gucken, wie groß die sind. Und wie Sie schon sagten, wenn die nicht überstumpf werden, also nicht über 180 Grad, dann haben Sie ein konvexes Polygon vorliegen. Wobei natürlich immer nur die Winkel gemessen werden müssen zwischen zwei nebeneinander liegenden Linienstücken, logischerweise, nicht alle Winkel, die da vorkommen. Wir können sowieso vielleicht für die Zukunft davon ausgehen, wenn wir über Computergrafik reden, dass wir die Punkte in einer bestimmten Reihenfolge vorliegen haben. Also Sie haben nicht nur so einen Haufen Eckpunkte, sondern die Punkte sind natürlich so, dass Sie wissen, in welcher Reihenfolge Sie die Linie ziehen müssen. Also wenn Sie ein Polynom haben, was nicht konvex ist, dann sehen Sie, dass es da rot eingezeichnet ist. Es gibt mindestens eine Ecke, bei der Sie über die 180 Grad hinauskommen, dann ist es nicht konvex. Das Problem bei diesem Ansatz ist, das ist relativ aufwendig. Sie müssen ja diese Winkel immer messen. Sie haben X- und Y-Koordinaten, dann müssen Sie sowas machen wie Arkustangens oder sowas. Das heißt, wenn Sie jetzt unter Effizienzgesichtspunkten da rangehen, ist das vielleicht nicht die beste Methode, weil Arkustangens was ist, wofür der Computer auch länger braucht. Darum ist die Frage, kann man dafür noch eine bessere Methode finden? Es gibt also immer bei allem, was ich Ihnen zeige, nicht unbedingt eine beste Methode. Und wenn es eine beste Methode gäbe, kann ich Ihnen nicht garantieren, dass ich Ihnen die beste zeige. Aber das ist jedenfalls eine Sache, die mein Programm auch macht, so wie Sie es eben beschrieben haben. Ich zeige Ihnen aber nochmal was anderes, was auch ganz lustig ist. Hat auch ein bisschen was zu tun mit dem, was wir in Mathe machen. Das ist jetzt die erste Abschweifung quasi. Also eigentlich sind wir ja schon in der Abschweifung, weil die Ente auch nochmal wiederkommt. Keine Angst. Und zwar, wie rechnet man eigentlich die Fläche eines Parallelogramms aus? Sie werden gleich sehen, warum ich Ihnen das erzähle. Parallelogramm, ich hoffe, Sie entsinnen sich noch, ist ja einfach die eine Seite mal die Höhe, ne? Denn Sie können sich ja vorstellen, dass Sie das ganze Ding jetzt so scheren, bis ein Rechteck draus geworden ist. Ja? Also die zum Beispiel jetzt diese Höhe mal die untere Breite. Das heißt, wenn ich da jetzt mal so Koordinaten ran mache, wir denken ja immer Computergrafik, einzelne Punkte, dann wäre die Länge der unteren Seite A1 und die Höhe oben B2. Das hat einen Grund, warum ich das nicht B1, sondern B2 nenne, werden Sie gleich sehen. Und dann hätte man einfach Seitenlänge mal Höhe, also hier wäre das A1 mal B2. Das Problem ist nur, wenn Sie das in der Computergrafik machen, dass die Parallelogramme meistens nicht so nett sind, genau parallel zu den Achsen zu liegen. Das heißt, Sie werden normalerweise sowas haben und wollen davon die Fläche messen. Ja? Und ich gehe da jetzt mal ganz langsam ran. Am Ende wird was ganz Einfaches rauskommen. Eine Methode, das zu machen, die anschaulich sehr hilfreich ist, ist die folgende. Ich habe da jetzt hingemalt die Punkte, die man braucht, um das Parallelogramm zu beschreiben, die Koordinaten. Und jetzt möchte ich wissen, was für eine Fläche das hat. Und ich sage mir, was ich einfach ausrechnen kann, sind Rechtecke. Das ist relativ einfach. Was ich auch relativ einfach ausrechnen kann, sind zum Beispiel rechtwinklige Dreiecke, weil die immer genau die Hälfte von einem Rechteck sind. Also mache ich Folgendes. Ich rechne erstmal dieses große rote Rechteck aus. Das ist die
bis zur äußersten Spitze jeweils nach rechts und nach oben gegangen. Dann habe ich die gesamte rote Fläche, das ist natürlich zu viel. Aber das könnte ich ausrechnen, das ist unten A1 plus B1 und oben A2 plus B2. Das beides mit einer mal genommen Rechtecksfläche. Jetzt muss ich sehen, dass ich genug wieder wegnehme, damit das insgesamt das Richtige rauskommt. Also nehme ich erstmal diese beiden grünen Stücke weg. Diese beiden Grünstücke ergeben zusammen genau ein Rechteck. Nämlich das Rechteck mit der einen Seitenlänge A1 und der anderen Länge A2. Wenn ich jetzt das obere so schräg nach links nach unten schiebe, bis es auf dem anderen zu liegen bekommt, dann sehen Sie, dass das ein Rechteck ist. Und was jetzt noch fehlt, sind die beiden blauen Stücke. Die kann man auch gegeneinander so verschieben. Nehmen Sie zum Beispiel das linke Stück und schieben das nach rechts und dabei ein bisschen nach oben gleichzeitig, dass da auch ein Rechteck rauskommt. Und das blaue Ding hat dann insgesamt die Fläche B1 mal B2 plus 2A2. Wenn Sie das jetzt nicht sofort sehen, können Sie vielleicht zu Hause nochmal drüber nachdenken. Ist aber relativ leicht zu sehen, dass das stimmt. Das heißt, was wir dann haben, ist die rote Fläche, die wir erst hatten, abzüglich der blauen und der grünen Fläche. Und was übrig bleibt, ist das, was wir ausrechnen wollten. Ja? Und wenn das, was da jetzt steht, wenn man das noch ein bisschen vereinfacht, dann steht da einfach A1 B2 minus A2 B1. Ist also ganz easy, das auszurechnen, die Fläche von dem Parallelogramm. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Das, was da unten steht, A1 B2 minus A2 B1. Also das ist jetzt ein bisschen suggestiv gefragt, aber vielleicht haben Sie sowas ja schon mal gesehen. Ich hoffe, Sie haben sowas schon mal gesehen. Ja? Das ist die Determinante, das ist die 2 kreuz 2 Determinante, die man bekommt, wenn man sich die Seiten des Parallelogramms, also die beiden Seiten, die das Parallelogramm aufspannen, als Vektoren vorstellt und diese beiden Vektoren nebeneinander schreibt. Wenn man davon die Determinante ausrechnet, ich habe das mal so geschrieben als Determinante von den beiden Vektoren, damit ist gemeint, die sind senkrecht stehend nebeneinander geschrieben, dann ist das genau die Fläche des Parallelogramms. Ich habe Ihnen das aber aus einem ganz anderen Grund erzählt. Ich habe ja gesagt, wir machen hier ein paar Abschweifungen. Der Grund, warum ich Ihnen das erzählt habe, ist der folgende. Was wir jetzt gerade gelernt haben, diese graue Fläche, die man da eigentlich gar nicht mehr sieht, weil der Beamer nicht die gleichen Farben zeigt wie mein Laptop, aber vielleicht sehen Sie die ja noch, also dieses Parallelogramm. Das ist also die Determinante von, die ich bekomme, wenn ich A und B einsetze. Aber vielleicht entsinnen Sie sich noch aus dem Matheunterricht, wenn ich A und B vertausche, dann bekomme ich eine negative Zahl raus. Obwohl das ja eigentlich dasselbe Parallelogramm sein sollte. Ja? Wie ist denn das zu erklären? Also wie ist das zu verstehen? Ich habe eben gerade gesagt, das war nicht ganz richtig, man muss immer so ein bisschen lügen manchmal. Also die Determinante ist die Fläche des Parallelogramms, aber das stimmt nicht ganz, sondern was stimmt ist, die Determinante kann man benutzen, um die Fläche des Parallelogramms auszurechnen, muss aber eventuell auf das Vorzeichen achten. Die Frage, die mich jetzt aber im Moment mehr interessiert, ist, welche Rolle spielt denn das Vorzeichen? Genau, das ist sowas wie die Reihenfolge oder der Drehsinn. Das heißt, ich habe das hier mal versucht reinzumalen, man sieht das alles nicht von da hinten. Da sind so kleine blaue Winkelpfeile. Also einmal drehe ich mich oben von A nach B gegen den Uhrzeigersinn und einmal drehe ich mich von A nach B im Uhrzeigersinn, weil ich die beiden vertauscht habe. Und das Vorzeichen gibt die Drehrichtung an. Ja? Und das ist eigentlich das, was uns im Moment mehr interessiert. Wenn ich die Determinante von zwei Vektoren bilde, dann kann ich an dem Vorzeichen erkennen, in welche Richtung die sich drehen. Und vielleicht entsinnen sich einige von Ihnen noch an das Vektorprodukt. Das ist so eine Sache, die sich eigentlich im Raum abspielt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, die beiden Vektoren, die wir gehabt hätten, würden im Raum in der XY-Ebene liegen. Das soll diese schlecht zu erkennende graue Fläche da sein, und sie bilden das Vektorprodukt, dann war das Vektorprodukt ein Ding, was genau senkrecht auf dieser Ebene steht, was sozusagen in die Z-Ebene rausragt. Und das hat noch weitere Bedeutung, aber für uns ist jetzt im Moment nur wichtig, dass bei dem Vektorprodukt ist es auch so, wenn ich die Reihenfolge vertausche, wenn ich also jetzt stattdessen B Kreuz A ausrechne, dann kriege ich die andere Richtung raus. Das ist das, was man bei den Physikern immer rechte Handregel nennt. Also dieses Ding, was da raus zeigt, der rote Vektor, der steht da raus nach der rechten Handregel. Die Regel ist, erster Vektor, also A, und zweiter Vektor B sind Daumen und Zeigefinger. Dann zeigt der resultierende Vektor in Richtung des Mittelfingers. Und auch hier sehen Sie wieder, je nach Drehsinn, ob ich mich so rumdrehe von A auf B oder andersrum,
zeig das Ding mal in die oder mal in die Richtung. Und tatsächlich ist es so, dass die dritte Komponente von dem Kreuzprodukt nichts weiter ist als die 2-Kreuz-2-Matrix, über die wir eben gesprochen haben. Das ist genau das Gleiche. Und die dritte Komponente von dem Kreuzprodukt ist ja gerade die Richtung nach oben oder unten. Ja? Also das sind alles Wege, die nach Rom führen, und es läuft immer auf dasselbe hinaus. Wenn ich zwei Vektoren habe und berechne davon die Determinante, dann kann ich an dem Vorzeichen erkennen, in welche Richtung die sich aufeinander drehen. Das werden wir noch öfter brauchen für unsere Überlegungen. Und falls Sie noch im Hinterkopf haben, Determinanten, das ist doch was, wo man eigentlich viel Arbeit beim Rechnen hat. Ist das eine gute Idee für die Computergrafik? Muss ich Ihnen sagen, ja, man hat bei Determinanten einen relativ hohen Rechenaufwand, aber natürlich nicht bei 2-Kreuz-2-Determinanten. Und wir reden hier nur über 2-Kreuz-2-Determinanten. Das sind nur zwei Produkte und eine Addition, mehr ist das nicht. Nachdem wir uns das überlegt haben, können wir zurückkehren zu der Folie, die wir vorhin hatten. Ich habe ja gesagt, die Abschweifungen werden irgendwann wieder zurückkommen. Wo wir bei der Frage waren, wie man die Konvexität von Polynomen testen kann. Habe ich Polynome gesagt? Wie man die Konvexität von Polygonen testen kann. Nämlich, indem Sie, wie eben schon, einmal rundherum gehen, aber jetzt nicht mehr den Winkel ausrechnen, was eventuell viel Rechenaufwand bedeutet, sondern sich einfach nur die Determinante ausrechnen und dabei auf das Vorzeichen achten. Das heißt, schauen Sie in das linke Bild, Sie nehmen immer paarweise zwei Vektoren, das sind jetzt die beiden grünen da, und laufen sozusagen immer in dem gleichen Drehsinn, einmal um das Polygon rum und bilden dann die Determinante dieser beiden Vektoren. Und das ist entweder Plus oder Minus. Ja, hier würde jetzt zum Beispiel Plus rauskommen, weil die sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und wenn Sie einmal ganz rumgegangen sind und Sie haben immer denselben Drehsinn, entweder ist das immer Plus oder immer Minus, dann ist das Ding konvex. Und das lässt sich viel einfacher ausrechnen als mit Winkeln und Arkustangens und so ein Geschnüsel. Und wenn Sie einmal ganz rumgehen und zwischendurch wechselt das Vorzeichen, so wie hier, Sie haben mehrfach Plus und dann kommt ein Minus, dann können Sie aufhören, dann ist das Ding nicht konvex. Ja? Also das ist schon mal eine sehr effiziente, schöne Sache, um festzustellen, ob ein Polynom konvex oder konkav ist. Also das Polygon ist konkav, oder vielleicht sollte ich besser sagen, es ist nicht konvex, wenn es Vorzeichenwechsel gibt. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu dem, wo wir schon mal vorher waren. Also auch diese Abschweifung wird beendet. Wir waren ja dabei, eigentlich über Polygone nachzudenken. Und ich hatte Ihnen gesagt, das sind zum Beispiel alles Polygone. Aber nach unserer Definition über geschlossene Linienzüge ist auch das ein Polygon. Und das ist natürlich doof. Sowas wollen wir nicht. Sowas wollen wir nicht. Die übliche Bezeichnung ist die vier Polygone rechts, die nennt man einfach. Das heißt, wenn es innerhalb der Polygone keine Schnitte gibt. Und wenn es da solche Schnitte gibt, dann sind sie nicht einfach. Und zum Beispiel mein Computerprogramm möchte vermeiden, es mit solchen Polygonen zu tun zu haben, obwohl das für die eigentliche mathematische Aussage gar nicht wichtig ist. Aber es ist einfach nicht so schön. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, unser Problem vom Anfang mit dem Buchstaben und der Ente, wenn jetzt eins von unseren Polygonen sowas gewesen wäre, dann hätten Sie das ja einfach als drei einzelne Polygone betrachten können. Dadurch wird das Problem nicht einfacher oder schwerer. Das zerfällt von vornherein gleich in Teile. Worauf ich hinaus möchte, ist, mein Programm möchte vermeiden, dass der User, der ein Polygon eingibt, solche Polygone hier eingibt. Und darum muss ich gucken, wo sich Linien schneiden. Dann gucken wir uns das mal an. Also vielleicht zuerst mal die Frage, wie man den Schnittpunkt von zwei Geraden ermittelt. Das könnte Ihr Computerprogramm ja auch mal müssen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben die Punkte P1 und P2 und die Punkte Q1 und Q2. Sie haben vier Punkte, jeweils zwei Koordinaten, also Sie haben acht Koordinaten und Sie wollen den roten Punkt ausrechnen, den Schnittpunkt. Jetzt ohne mir eine Formel zu sagen, aber wie geht denn das überhaupt so vom Ansatz her? Wie macht man sowas? Ja? Hätte ich nicht besser sagen können. Also Sie stellen die Geradengleichung auf. Da der blaue Pfeil, das ist der Pfeil von P1 nach P2, also das ist der Vektor P2 minus P1, wenn Sie die Punkte als Ortsvektoren betrachten, dann haben Sie die erste Geradengleichung. Da taucht irgendeine unbekannte, die habe ich mal Lambda genannt, auf. Und für das zweite Ding, der grüne Pfeil, haben Sie eine zweite Geradengleichung, taucht eine andere unbekannte auf. Das ist μ, habe ich die hier genannt. Und jetzt setzen Sie die beiden gleich
und sagen, wenn es einen Punkt gibt, der auf beiden Geraden liegt, dann muss er ja beide Gleichungen erfüllen. Und was Sie da jetzt stehen haben, ist, wenn Sie das richtig hinschreiben, ein lineares Gleichungssystem. Dann haben Sie zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Und das können Sie auflösen nach Lambda oder μ. Ganz simpel. Allerdings ist es in der Computergrafik meistens so, dass man einer etwas anderen Frage interessiert ist. Meistens möchte man nämlich nicht den Schnittpunkt von Geraden ermitteln, sondern den Schnittpunkt von Strecken ermitteln. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich den Schnittpunkt der Strecke von Q1 nach Q2 mit der Strecke von P1 nach P2 ermitteln. Und Sie sehen, wenn ich das so machen würde wie eben, dann würde ich diesen roten Punkt rausbekommen, der ist aber ja gar nicht der Schnittpunkt der Strecke. Was mache ich jetzt? Dieses Lambda und das μ, was man da rausbekommt, welche Werte müssten die denn haben, damit der Schnittpunkt da liegt, ja? Und nicht kleiner als 0. Wenn es zwischen 0 und 1 liegt, ich habe das mal hingemalt, also da, das sind die Werte für Lambda gleich 0 und Lambda gleich 1 auf der unteren Geraden und das sind die Werte für μ gleich 0 und μ gleich 1. Also wenn die beiden Werte im Intervall 0 und 1 liegen, dann liegt das Ding genau zwischen den beiden Punkten. Ansonsten haben Sie einen Schnittpunkt, der aber nicht da liegt, wo Sie wollen. Sie können also sogar selektiv gucken. Ich habe zum Beispiel einen Schnittpunkt gefunden, der auf der einen Strecke, aber nicht auf der anderen liegt. Das ist alles möglich, ja? Aber eigentlich wollte ich Ihnen hier auch noch was zeigen, was sogar noch, finde ich, ein bisschen eleganter ist. Und das passt zu dem, was wir vorher mit den Determinanten gemacht haben. Man könnte auch so rangehen. Was passiert denn, wenn ich zwei Strecken habe, die sich schneiden? Also ich habe die eine Strecke geht wieder von Q1 nach Q2 und die andere von P1 nach P2. Und ich möchte jetzt mal, das ist so eine ähnliche Idee, wie Sie sie eben gesagt haben, ich möchte die mal unter folgendem Aspekt betrachten. Gucken wir uns mal nur die beiden Punkte Q1 und Q2 an. Wenn ich einen Schnitt habe, dann liegen Q1 und Q2 auf verschiedenen Seiten der Strecke. Das bedeutet ja der Schnittpunkt, ne? Und gleichzeitig müssen P1 und P2 auf verschiedenen Seiten der anderen Gerade liegen. Wenn beides zusammen erfüllt ist, dann schneiden sich die beiden Strecken und nicht nur die beiden Geraden. Und wie kann man das jetzt möglichst effizient ausrechnen? Übrigens, diese ganze Geschichte mal eben so als nächster Einschub, diese Überlegung, geometrische Fragen so zu lösen, dass sie in Computern möglichst effizient behandelt werden können. Das ist ein ganz großes Teilgebiet der Mathematik, das heißt Computational Geometry. Also wenn Sie sowas interessiert, können Sie unter dem Begriff einiges finden. Also genau so eine Frage, die in die Richtung geht, theoretisch ist das klar, wie das geht, aber wie kann man das praktisch effizienter machen? Zum Beispiel wie eben auf die Berechnung von Winkeln verzichten oder sowas. Und hier kann man auch was machen, das ist jetzt nicht unbedingt so viel effizienter als die Lösung mit dem linearen Gleichungssystem, aber ganz hübsch finde ich. Also Q1 und Q2 müssen auf verschiedenen Seiten der Gerade liegen. Das bedeutet doch, betrachten Sie mal die beiden Vektoren, die von Q1 weggehen. Der nach P1 geht und der nach P2 geht, der dreht sich, die beiden blauen, da dreht sich der nach P1 gegen den Uhrzeigersinn auf den nach P2. Und umgekehrt, von Q2 aus gesehen, dreht sich der nach P1 geht, mit dem Uhrzeigersinn auf den anderen, weil die auf verschiedenen Seiten liegen. Ja? Das heißt, ich muss wiederum nichts weiter machen, das ist die gleiche Sache, die wir eben hatten. Ich muss einfach die beiden Determinanten ausrechnen und gucken, ob die nicht das gleiche Vorzeichen haben. Und nicht das gleiche Vorzeichen heißt in Kurzschreibweise, ihr Produkt muss negativ sein. Ne? Wenn die beide das gleiche Vorzeichen haben, habe ich entweder plus mal plus oder minus mal minus, dann habe ich keinen Schnitt vorliegen. Wenn Sie verschiedene Vorzeichen haben, sind Sie negativ. Und das reicht als Bedingung dafür, dass sich die beiden Strecken und nicht nur die Geraden schneiden. Allerdings unter der Einschränkung, das Ganze muss ich für P auch nochmal machen. Ich muss es einmal für Q machen, für die beiden Q-Punkte, und dann muss ich es für die beiden P-Punkte machen. Dann weiß ich erstens, Q1 und Q2 liegen auf verschiedenen Seiten der Gerade durch die P-Punkte, und zweitens weiß ich, P1 und P2 liegen auf verschiedenen Seiten der Geraden durch die Q-Punkte. Und dann habe ich das, was ich eigentlich brauche. Und es kommen überhaupt keine Winkel und irgendwas vor und das lässt sich ganz simpel in einem sehr effizienten kleinen Programmteil erledigen. Was mein Programm später machen soll, ist, ich möchte hier Polygone eingeben. Und ich habe das Ganze ja eben deswegen erzählt, weil ich nicht möchte, dass sich Strecken überschneiden. Und genau das passiert jetzt. Ich kann jetzt hier anfangen zu klicken und mache hier solche Polygone. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hinklicke, dann hat man das vielleicht nicht gehört, aber Sie sehen da unten links so eine kleine Fehlermeldung. Plink. Also er sagt, das Polygon muss einfach sein, darum lässt er mich dann nicht weitermachen. Ne?
Also das, genau das, was ich Ihnen gezeigt habe mit den Determinanten, macht das Programm hier. Das muss natürlich mal eben schnell gegen alle Streckenteile testen, aber das ist ja für einen Computer nicht so ein Problem. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier raufklicke, hat er diese graue Strecke und teste die gegen alle anderen Streckenstücke, die schon da sind, und guckt, ob es einen Schnitt gibt. Und wenn es einen gibt, dann sagt er Pling, darfst du keinen Punkt hinmachen. Und wenn es keinen gibt, darf ich weiterklicken. Ja, und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir zumindest den ersten mathematischen Satz von den dreien, die ich angekündigt habe, formulieren können. Und zwar ist das der sogenannte Jordansche Kurvensatz. Eigentlich müsste man sagen, der Jordansche Kurvensatz, weil der von einem Franzosen namens Camille Jordan ist, Ende des 19. Jahrhunderts. Der besagt, jede geschlossene, stetige Kurve, die sich nicht selbst schneidet, zerlegt die euklidische Ebene, also r², in genau zwei disjunkte Teile. Jetzt werden Sie da einen Moment drüber nachdenken und sagen, ist das jetzt wirklich so aufregend? Ich meine, ist das nicht klar? Also wenn ich zum Beispiel so eine Linie zeichne und die geht wieder auf sich selbst zurück, also sie ist geschlossen und schneidet sich nicht selbst, ist doch klar, dass es zwei Teile gibt, innen und außen. Also wo ist der, warum bekommt das Ding einen Namen für so eine lächerliche Geschichte? So lächerlich ist das gar nicht. Man könnte allerdings mit einer gewissen Berechtigung sagen, das Ding ist deswegen nicht so lächerlich, weil sich die Mathematiker gern das Leben schwer machen. Ein ganz wesentlicher Punkt, warum das überhaupt nicht lächerlich ist, sind eine Reihe von Begriffen, die in diesem Satz auftauchen, nämlich geschlossen, stetig, Kurve und Gebiete. Jeder von diesen Begriffen ist einer, der einem zwar intuitiv eigentlich klar ist, bei dem es aber sehr lange gedauert hat, bis man eine mathematisch zufriedenstellende Begründung hatte. Und gerade um die Zeit rum, zu der Jordan diese Sache bewiesen hat, hat man darum gerungen, diese Begriffe überhaupt vernünftig zu definieren. Unter dem Begriff zum Beispiel geschlossene, stetige Kurve fallen auch solche Dinge wie Fraktale. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was gesehen haben, wie zum Beispiel Kochschneeflocken oder sowas. Also sich selbst wiederholende, flächenfüllende Kurven. Auch für die gilt der Satz von Jordan. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach zu glauben, dass das, was da steht, stimmt und sich zu überlegen, wie man das beweisen kann. Der Beweis ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Wir werden überhaupt nicht auch nur in die Nähe kommen davon, das hier beweisen zu können. Aber wir werden etwas Verwandtes machen. Also der eigentliche Beweis, dafür braucht man Erfahrung in algebraischer Topologie. Das ist ein Spezialgebiet der Mathematik, was Sie, selbst wenn Sie Mathe studieren, erst so in fortgeschrittenen Semestern hören. Und sogar der ursprüngliche Beweis von Jordan ist nicht ganz richtig. Und da gab es dann erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts den ersten richtigen Beweis. Alles ziemlich kompliziert. Aber nehmen wir mal was ganz anderes. Vergessen wir mal diese komplizierten Kurven, Fraktale und so weiter, und nehmen uns nur ganz einfache Kurven vor, zum Beispiel Polygone. Ja? Dann könnte man doch jetzt sagen, also hier in dem Jordanschen Kurvensatz ist ja die Rede von geschlossenen, stetigen Kurven, die sich nicht selbst schneiden. Also den Fall haben wir schon ausgeschlossen. Also haben wir nur so ganz einfache Dinge wie so eine Ente oder sowas. Dann sollte doch eigentlich klar sein, dass so ein Polygonzug die Ebene in zwei Gebiete unterteilt, innen und außen. Ne? Oder? Oder vielleicht doch nicht. Also vielleicht ist das ja doch nicht ganz so einfach. Das ist auch ein geschlossener Polygonzug hier. Und wenn der Satz von Jordan stimmt, dann zerfällt die Ebene durch diesen Polygonzug in genau zwei Teile, innen und außen. Nur können Sie das sehen? Und noch besser kann ein Computer das sehen? Also was auf jeden Fall funktioniert ist, wenn Sie irgendwo in einmal Farbe raufschütten, dann sieht man es. Ne? Dann sieht man. Jedenfalls sieht man es dann besser. Es ist auch noch nicht völlig übersichtlich, aber es ist besser. Aber was interessant ist, und auch das werden wir nachher noch brauchen oder musste ich in meinem Programm benutzen, ist, wenn ich so ein Polygon habe, wie kann ich dann, also ich als Computer, feststellen, ob ich innen oder außen bin? Wieder das übliche Problem, der Computer sieht ja nicht, was er tut, sondern hat nur so einen Haufen Zahlen. Ja? Und das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, die zu einem schönen Algorithmus führt. Ich werde Ihnen das jetzt aber nicht an diesem Polygon hier vorführen, das ist ein bisschen zu kompliziert, sondern an einem einfacheren. Ich nehme nicht mal ein Polygon, sondern hier so eine schöne runde Kurve, so wie die hier. Und wir stellen uns vor, wir sind auf diesem blauen Punkt. Also nicht wir, der Computer ist auf diesem blauen Punkt. Ja? Und Sie wollen jetzt wissen, ob der blaue Punkt innen oder außen ist. Wie könnte man das machen? Ideen? Wir sehen das natürlich, dass das innen ist, ne? Aber Computer sehen ja nichts.
Das ist eine von den vielen schönen Ideen, die, wenn man sie einmal gesehen hat, man sofort versteht. Also da ist ganz oft so, dass man erstmal auf die Idee kommen muss. Man muss aber nicht unbedingt in 2 Minuten auf die Idee kommen, besonders nicht so kurz vor Weihnachten. Die Idee ist, dass man da, wo man ist, jetzt anschaulich gesprochen, einfach in irgendeine Richtung losgeht. Das einzig Wesentliche ist, Sie gehen in irgendeine Richtung. Sie müssen nicht mal gerade gehen, aber es ist natürlich hilfreich, wenn Sie gerade gehen, weil Sie dann schnell zum Ziel kommen. Und zwar gehen Sie so lange, bis Sie garantiert außerhalb des Bereichs sind, der von Ihrer Figur abgedeckt wird. Das für einen Computer ganz einfach. Sie berechnen einfach das, was man als Bounding Box bezeichnet. Das heißt, Sie gucken einfach, was sind die größten und kleinsten Koordinaten, die in Ihrem Bild vorkommen. Jetzt sind Sie auf Ihrem blauen Punkt und dann laufen Sie einfach so lange los, bis Sie garantiert aus der Bounding Box raus sind. Und auf dem Weg von innen nach außen merken Sie sich, wie oft Sie den Rand geschnitten haben. Und jetzt stellen Sie sich das, was Sie gemacht haben, mal rückwärts vor. Wenn Sie weit genug laufen, wenn Sie aus der Bounding Box rausgelaufen sind, dann sind Sie garantiert außen. Und für den Rest brauchen wir jetzt aber tatsächlich den Jordanschen Kurvensatz, weil wir wissen, dass es nur innen und außen gibt. Das ist eine mathematische Tatsache, die wir aber nicht bewiesen haben. Wissen wir, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Mauer überschreiten, also immer wenn wir an so einem roten Kreuz vorbeikommen, von innen nach außen oder von außen nach innen wechseln. Da wir ganz außen loslaufen, ich laufe jetzt von rechts los, starte ich bei außen. Dann kommt innen, dann kommt außen, dann kommt innen, dann kommt außen, dann kommt innen. Das heißt, das Einzige, was ich zählen muss, ist, wie oft habe ich geschnitten und ist das gerade oder ungerade? Anzahl der Schnittpunkte ungerade, ich war am Anfang innen, Anzahl der Schnittpunkte gerade, ich war außen. Ganz, ganz simpel, aber sehr schön. Aber bedenken Sie, dass das Ganze wirklich funktioniert, kann ich nur damit begründen, dass ich sage, wir wissen ja, dass es nur zwei Gebiete gibt. Das heißt, eigentlich brauchen Sie diesen Jordanschen Kurvensatz dafür, sonst können Sie das nicht vernünftig begründen. Ne? Können wir uns auch mal kurz angucken. Ich will jetzt hier nicht zu lange rumklicken, aber wir können jetzt hier ein halbwegs schwieriges Polygon uns zusammenklicken. Und ich musste das ja eh programmieren, darum habe ich das mal so gemacht, dass man das auch sehen kann, was er hier tut. Also ich kann jetzt hier irgendwo reinklicken. Und dann wählt er sich zufällig eine Richtung aus, damit es nicht langweilig wird. Also er läuft jedes Mal woanders hin und geht dann hier durch und sagt Ihnen unten links, kann man kaum lesen, wie viele Schnitte es gab und ob der Punkt innen oder außen ist. Können Sie dann, wenn das Programm aus dem Prototypenstadius raus ist, dann gebe ich Ihnen das mal irgendwann zum Runterladen. Aber momentan ist das noch ein bisschen zu wackelig. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar, ne? Also so funktioniert die Sache. Ja, und wie versprochen werden alle Abschweifungen irgendwann beendet und wir kommen wieder zum eigentlichen Thema zurück, nämlich zu unserer Ente. Das war ja eigentlich das, womit wir angefangen haben. Und Sie haben sich inzwischen schon gefragt, warum haben wir überhaupt mit dieser blöden Ente angefangen und hat das wieder vergessen. Natürlich habe ich das nicht vergessen. Obwohl Weihnachten hätte ich eigentlich eine Gans nehmen müssen, fällt mir gerade, habe ich gar nicht dran gedacht. Die Frage, die sich stellt, und die ich da auch nochmal hingeschrieben habe, ist, welche gemeinsamen Eigenschaften mussten denn diese zwei Figuren haben, damit sie überhaupt scherenkongruent sein können? Ich hätte Ihnen jetzt ja irgendwelche zwei Figuren geben können, aber es gibt so bestimmte Eigenschaften, die sind eigentlich völlig klar, die müssen gegeben sein, ja? Also dieselbe Fläche. Genau. Die müssen dieselbe Fläche haben, sonst geht das natürlich nicht, ne? Also wenn die eine Figur größer als die andere ist, dann ist es natürlich unmöglich, die eine aus der anderen zusammenzupuzzeln. Das heißt, ich schreibe mal Lemma davor. Also, wir haben jetzt quasi unsere erste mathematische Aussage selbst überlegt. Wenn zwei Polygone scherenkongruent sind, dann haben sie denselben Flächeninhalt. Und Sie wissen ja, wie die Mathematiker sind. Wenn die so einen Wenn-Dann-Satz lesen, dann fragen die sich immer sofort, kann man den Satz auch umdrehen? Also, wenn zwei Polygone denselben Flächeninhalt haben, sind sie dann scherenkongruent? Das ist nämlich der zweite große Satz, um den es heute geht. Das ist der Satz von Bolyai-Gerwin, der besagt nämlich, das geht. Also wenn Sie zwei Polygone haben und die haben denselben Flächeninhalt, dann sind die scherenkongruent. Das geht immer. Ja? Das Einzige, was Sie brauchen, ist, die müssen denselben Flächeninhalt haben. Und dann können Sie garantiert immer so eine Scherenzerschneidung finden, die das eine in das andere überführt. Und das ist das, was mein Programm eigentlich macht. Und wir werden uns jetzt mal überlegen, wie das funktioniert. Vielleicht noch ganz kurz zu den beteiligten Personen hier.
Bolyai, der Name ist in der Mathematik relativ bekannt, aber nicht von ihm selbst. Das ist ein ungarischer Mathematiker, sondern von seinem Sohn. Das ist nämlich einer der Begründer der nicht-euklidischen Geometrie. Aber der Vater, also der, um den es hier geht, der war auch ein bekannter Geometer. Gerwin ist eigentlich ein relativ unbekannter deutscher Mathematiker. Und im englischen Sprachraum nennt man das auch den Satz von Wallace, Bolyai und Gerwin, weil es angeblich einen Schotten Wallace gab, der das vor den beiden schon entdeckt hat, den wir aber geflissentlich übersehen. Also auch im Wikipedia ist das zum Beispiel so, dass im deutschen Wikipedia steht der Satz von Bolyai Gerwin und im englischen Wikipedia steht der Satz von Wallace Bolyai Gerwin. Also je nachdem, wen man fragt. Aber wichtiger ist eigentlich die Tatsache, dass man das machen kann. Das ist ja eine sehr starke Aussage. Wenn Sie zwei Figuren haben, die haben dieselbe Fläche, dann können Sie die immer ineinander überführen durch Scherenschnipselei. Und das Schöne ist, man kann das so beweisen, dass erstens, wir das verstehen. Zweitens, wir das zusammen in mal eben locker 20 Minuten hinbekommen. Und drittens ist das damit ein, was die Mathematiker nennen, konstruktiver Beweis. Das heißt, es wird nicht nur bewiesen, dass das geht, sondern es wird auch bewiesen, wie das geht. Man sieht das richtig. Darum kann ich Ihnen dafür auch ein Demoprogramm schreiben. Ja? Die Beweisidee, wie man das macht, die Konstruktion, das heißt, ich habe zwei Figuren und möchte die eine in die andere überführen. Nehmen wir mal die beiden hier zum Beispiel, von denen ich sichergestellt habe, dass die dieselbe Fläche haben. Machen Sie sich keine Sorge. Die Idee, die man dafür benutzt, ist das, was man bei den Mathematikern Reduktion nennt. Reduktion heißt immer zurückführen auf etwas, was man schon gelöst hat. In diesem Fall haben wir jetzt noch gar nichts gelöst, aber wir machen das Problem von Anfang an schon mal ein bisschen leichter. Reduktion, an der Stelle muss ich immer einen von den 3 Millionen Reduktionswitzen erzählen, die es gibt. Also Reduktion heißt immer, Mathematiker möchten gern Probleme schon auf gelöste zurückführen. Und ein Klassiker ist, wie viel Ostfriesen braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? 5. Einer hält oben die Glühbirne fest und 4 drehen unten den Tisch rum, auf dem er steht. Und die Frage ist, wie viel Mathematiker braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Einen, weil der Mathematiker nämlich 5 Ostfriesen anruft und einen Tisch besorgt und das damit auf ein gelöstes Problem zurückführt. So arbeiten die und so arbeiten wir auch hier. Und zwar machen wir hier etwas, was ich mal Reduktion auf ein Referenzrechteck nennen möchte. Die Idee ist folgende: Sie messen die Fläche von den beiden Figuren, die ist ja gleich. Und dann einigen Sie sich vorher auf irgendeine Maßeinheit. Das kann irgendwas sein. Ich habe die jetzt mal Fnord genannt. Das kann aber auch Zentimeter oder ein Yard oder irgendwas sein. Ja? Und dann zeichnen Sie sich ein Rechteck hin, was die eine Seitenlänge Fnord hat, also die fest vorgegebene Maßeinheit. Und die andere Seitenlänge ist so groß oder so klein, dass die Flächen genau übereinstimmen. Und jetzt ist unser Job der folgende. Das ist die Reduktion an der Geschichte. Wir versuchen nicht, Scherenschnitte zu finden, mit denen wir die linke Figur in die rechte verwandeln können, sondern wir versuchen nur Scherenschnitte zu finden, mit der wir die linke Figur in das Referenzrechteck verwandeln können. Warum reicht das? Ich zeige Ihnen das, warum das reicht. Also erstmal überlegen wir uns Scherenschnitte, mit der wir das linke Dreieck in das Referenzrechteck zerschneiden können. Darum lege ich mir das Referenzrechteck nochmal dahin, einmal für links, einmal für rechts. Jetzt mache ich bei dem linken Dreieck hier in der Mitte einen Strich. Ich hoffe, den können Sie sehen. Ich schneide das in der Mitte einfach durch. Ich habe jetzt extra einfache Figuren genommen. Und jetzt ist, glaube ich, klar, jetzt kann ich eins von beiden drehen und dann kann ich die zusammenbauen. Dann kriege ich sowas hier. Ja? Damit habe ich aus dem linken Dreieck das Referenzrechteck gemacht. Und jetzt nehme ich mir die rechte Figur vor und schneide die hier einmal so durch, längs dieser Kante. Dann kann ich die so in das Referenzrechteck einbauen. Und jetzt sagt der Satz von Bolyai-Gerwin, jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt können Sie nämlich diese beiden Schnittmuster, die auf den Referenzrechtecken liegen, quasi zusammenschieben in das innere Referenzrechteck. Und was Sie dann haben, ist ein Puzzle, was für beide funktioniert. Das heißt, wir müssen nicht zeigen, dass man jedes Polygon in jedes andere Polygon umschnipseln kann. Es reicht völlig zu zeigen, dass man jedes Polygon in sein Referenzrechteck zerschnipseln kann. Wenn das geht, ist man fertig, ne? Weil man dann quasi auch einen Weg hat, wieder zurückzugehen. Aber es ist noch immer noch genug Arbeit. Das Erste, was wir nämlich jetzt machen müssen, ist, und das macht auch mein Programm, nachdem Sie Ihr Polygon sich zusammengeklickt haben, zeigt es Ihnen das Referenzrechteck an. Das heißt, als erstes muss es mal die Fläche von dem Polygon ausrechnen. Hui. Wie berechnet man die Fläche eines Polygons? Gleiches Problem wie immer. Sie haben nur die Punkte, Sie sind ja ein Computer und Sie wollen jetzt die Fläche von diesem Polygon ausrechnen.
Das ist vielleicht auch was, wo man nicht sofort drauf kommt. Darum will ich Ihnen mal, ich will mal versuchen, Sie ein bisschen an Ihre Schulkenntnisse zu erinnern, weil die Schulkenntnisse einem eine Idee geben könnten. Ich werde mal die Linien weglassen und nur die Punkte da lassen. Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, dass ich sogar einen Punkt weggelassen habe, mit Absicht. Der macht die Sache kompliziert, darum kommt er später wieder rein, aber erstmal lasse ich ihn weg. Und dann habe ich da gleich mal mir die Freiheit genommen, so ein Koordinatensystem reinzumalen. Und jetzt lege ich mal durch diese Punkte irgendwelche Linien und nenne diese Linien fx und gx. Also es gibt, wie Sie sehen, eine blaue und eine grüne Linie. Wahrscheinlich sehen Sie es nicht wegen des blöden Beamers. Ich sehe hier, dass es eine grüne und eine blaue Linie gibt. Die, die oben nenne ich gx und die, die unten lang läuft, nenne ich fx. Nee, die, die unten lang läuft, die blaue ist gx und die oben lang läuft, ist fx. Und was ich jetzt ja eigentlich möchte, ich habe das Problem jetzt ein bisschen verändert, aber was ich eigentlich möchte, ist diese Fläche ausrechnen. Ne? Das ist das, was ich eigentlich möchte. Kommt Ihnen das jetzt bekannt vor? Haben Sie das schon mal gesehen? Jetzt wird es einfach, ne? Nämlich? Ja? Integralrechnung, ne? Also nochmal, wenn Sie das noch nie gesehen haben, aber ich hoffe, Sie haben das alle schon mal gesehen, mit der Integralrechnung können wir sowas wie die Fläche unterhalb einer Kurve bis zur Achse ausrechnen. Also bei der Kurve oben, die grüne F, ist diese grüne Fläche das, was man nennt das Integral von x1 bis x2 über die Funktion f von x. Natürlich ist Integralrechnung nicht einfach und wir müssen zum Glück keine Integralrechnung machen. Aber das ist zumindest mal die Grundidee, die man benutzen kann. Sie würden bei der Integralrechnung erstmal diese grüne Fläche ausrechnen und dann würden Sie die blaue Fläche unten ausrechnen. Das ist das gleiche Integral nur mit g. Und dann würden Sie die beiden Flächen voneinander abziehen. Und was dann übrig bleibt, ist genau die Fläche, die Sie haben wollten, die zwischen f und g. Ne? Also das, vielleicht entsinnt man sich mit so ein bisschen Nachdenken daran wieder. Und jetzt übertragen wir diese Idee, obwohl wir es anders machen, auf das Polygon. Hier ist zumindest schon mal eine Sache anders. Ich habe jetzt diesen Punkt, den ich eben freundlicherweise weggelassen habe, wieder eingebaut. Dieses Ding, wo es da konkav wird, der macht die Idee mit dem Integral eigentlich kaputt. Weil ich da nämlich jetzt keine Kurve mehr durchlegen kann. Das ist keine Funktion mehr. Ja? Aber die Idee, die ich behalte bei der Geschichte, ist die folgende. Ich nehme mir erstmal Koordinaten, das ist das, was der Computer sieht. Es gibt also zu jedem Punkt eine x- und eine y-Koordinate. Und wenn Sie mal schauen, wie ich die durchnummeriert habe, habe ich die schon wieder so genannt, dass ich in einer bestimmten Reihenfolge einmal um das Polygon rumlaufe. x1, x2, x3, x4, x5, x6. Dann bin ich einmal gegen den Uhrzeigersinn um das Ding rumgelaufen. Ja? Und das möchte ich auch machen. Ich habe das nochmal versucht, durch Pfeile anschaulich zu machen. Also ich möchte die Punkte immer paarweise zyklisch abarbeiten. Ich nehme erst x1 und x2, dann nehme ich x2 und x3, dann nehme ich x3 und x4 und so weiter, bis ich am Ende bei x6, x1 bin. Das ist wichtig, wenn Sie solche Algorithmen haben, wo Sie zyklisch um ein Polygon rumlaufen müssen, dann vergisst man gerne, wenn man das Programm schreibt, den letzten Schritt. Der letzte Schritt ist nicht der von x5 nach x6, sondern der letzte Schritt ist der von x6 nach x1 zurück, wo Sie den Kreis wieder schließen. Sonst stimmt nämlich die Formel auch nicht. Und was Sie jetzt machen bei diesem Rumgehen, ist das Folgende. Ich habe das hier mal für x5 und x6 genommen. Sie rechnen diese Fläche aus. Das ist ja ganz einfach auszurechnen. Das ist unten ein Rechteck und da oben drauf liegt ein rechtwinkliges Dreieck. Das rechtwinklige Dreieck ist einfach das Rechteck da oben und davon die Hälfte. Das heißt, ich habe da unten mal hingeschrieben, die grüne Fläche ganz einfach auszurechnen. Sie nehmen sozusagen von y5 und y6 den Mittelwert. Das ist die Höhe von dem Ding. 1/2 mal y5 plus y6 und multiplizieren das mit der Breite von dem Ding, die ist x5 minus x6. Ja? Also soweit ganz einfach. Wenn Sie das aber so machen, wie ich Ihnen das eben gesagt habe, und Sie schreiben das in Ihren Computer stumpf rein, dann würde Ihnen zum Beispiel bei dem Stück hier passieren, dass Sie eine negative Fläche rausbekommen. Wenn ich jetzt in der Reihenfolge x2, x3 vorgehe, ja, und rechne wie eben, x2 minus x3, eben habe ich ja x5 minus x6 gerechnet, dann ist das ja ein negativer Wert, den ich da rausbekomme. Tatsächlich ist das Absicht bei dem Algorithmus. Das heißt, Sie laufen tatsächlich in einer bestimmten Reihenfolge, in welcher ist egal, mit oder gegen den Uhrzeigersinn, einmal rum und Sie nehmen immer die Vorzeichen so, wie sie kommen. Das heißt, einige Stücke werden Sie positiv rechnen und einige negativ. Und was Sie dann bekommen, ist eine Formel, die ich da unten mal hingeschrieben habe. Das sieht natürlich besser aus, wenn Sie das so als For-Loop schreiben, wo Sie einmal rumgehen und bei denen es Ihnen passieren wird, dass am Ende sich alles wunderbar fügt. Also eigentlich wird es genau wie bei der Integralrechnung sein. Sie rechnen sowas aus wie die Gesamtfläche minus die blaue Fläche. Und es funktioniert. Allerdings muss man sich erstmal so ein bisschen klar machen, dass es funktioniert.
Sie bekommen die Folien von mir und dann würde ich Ihnen mal empfehlen, sich zum Beispiel mal das Stück von X4 bis X3 anzuschauen. Über dieses Stück gehen Sie viermal rüber. Wenn Sie bei X2 bis X3 sind, dann gehen Sie zum ersten Mal über einen Teil davon rüber. Dann sind Sie bei einem blauen Stück, dann wird das abgezogen. Dann sind Sie bei dem Stück von X3 bis X4, gehen Sie wieder rüber. Das ist jetzt aber grün, also es wird addiert. Dann sind Sie bei dem Stück von X4 bis X5, dann gehen Sie wieder teilweise rüber. Jetzt ziehen Sie es aber ab in blau. Und dann nochmal beim X5, X6-Schritt kommen Sie wieder rüber und addieren es dazu. Und wenn Sie das insgesamt addieren, dann hebt sich das genauso auf, dass die grüne Fläche, also die Innenfläche des Polygons, übrig bleibt. Im Prinzip ist das Inklusions-Exklusionsprinzip, was in der Kombinatorik vorkommt. Also, dass man Sachen, die sozusagen doppelt gezählt wird, oft genug wieder abzieht. Sie gehen über diese Flächenstücke quasi immer so rüber und der Mechanismus, wenn Sie das in der richtigen Reihenfolge zyklisch machen, sorgt dafür, dass alle Flächenstücke, die zu oft gezählt wurden, genau richtig oft genug wieder abgezählt werden. Und dann haben Sie eine ganz einfache, simple Formel, um die Fläche des Polygons auszurechnen. Das wäre doch die richtige Gelegenheit, um mal wieder mit dem Programm anzugeben. Das macht nämlich jetzt genau das. Ich klicke hier so ein bisschen rum in meinen. Ach so, das hier unten rechts. Das Doofe ist, dass ich muss das nächste Mal wirklich ein bisschen beamerfreundlicher programmieren. Also da rechts ist so ein grauer Bereich. Das ist ein Floor. Das ist die Breite von meinem Referenzrechteck. Da möchte ich nachher meine Figur reinpassen. Und wenn ich diese Figur jetzt hier so zusammengeklickt habe, dann macht er mir hier so einen Strich hin. Das heißt, er hat ausgerechnet, wie groß mein Rechteck werden muss. Das ist jetzt mein Referenzrechteck. Dieses Ding hier. Das, was Sie nicht sehen, bis hier oben. Und das wird dann nachher ausgefüllt. Ja? So. Und jetzt ist ja alles klar. Also wir müssen jetzt eigentlich nur noch dieses Referenzrechteck hinbekommen. Also wir haben in dem Programm, bekommen wir irgendein Polygon und unser Job ist das, das so durch Zerschnippeln hinzubekommen, dass wir am Ende das Referenzrechteck haben. Ja? Und Sie dürfen die ganze Zeit nichts weiter machen als schnippeln und schieben und drehen. Mehr dürfen Sie nicht machen. Ja? Und es steht vorher fest, wie Sie gesehen haben, wie groß das Rechteck sein wird. Es ist nicht so, dass Sie das im Prozess sich erst aussuchen, was Sie machen wollen, sondern vorher sagt Ihnen das Programm, so groß ist das Ding. Und wenn ich Ihnen jetzt zeige, was wir alles machen müssen, werden Sie erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wir sind Silvester noch nicht raus hier, aber das geht eigentlich ganz fix. Man macht Folgendes. Erstens haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, wir zerlegen das Polygon in Dreiecke. Das heißt, wir arbeiten von da ab nur noch mit Dreiecken. Ich gehe auf jeden Schritt nochmal einzeln ein, keine Angst. Aus diesem Dreieck machen wir ein Parallelogramm. Aus diesem Parallelogramm machen wir ein Rechteck. Aus dem Rechteck machen wir wieder ein Parallelogramm. Jetzt sagen Sie, hätte man sich die letzten beiden Schritte nicht sparen können? Natürlich nicht, weil wir nicht wieder das vorherige Parallelogramm daraus machen, sondern ein ganz bestimmtes, nämlich ein anderes, das man in ein Quadrat transformieren kann. Dann haben wir ein Quadrat. Und dieses Quadrat, raten Sie mal, was wir daraus machen? Wieder ein Parallelogramm. Und zwar wieder ein anderes als vorher, ja? Nämlich das dritte Parallelogramm, was wir dann bekommen werden, das hat schon die Referenzhöhe. Das hat schon die richtige Höhe. Und daraus können wir dann ganz simpel wieder ein Rechteck machen und das ist unser Referenzrechteck. Also eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur noch die Zwischenschritte so ein bisschen ausfüllen. Erster Schritt, Zerlegen des Polygons in Dreiecke. Das ist eigentlich ganz einfach und Sie haben alle eine ganz klare Vorstellung davon, wie das gehen könnte. Sie schneiden von dem Polygon immer so Stücke ab. Sie brauchen ja nur so rumzugehen und nehmen immer drei hintereinander liegende Punkte auf der Umlaufbahn sozusagen. Weg damit, dann nehmen wir zum Beispiel das hier, weg damit, dann nehmen wir das hier, weg damit und das und dann ist das Polygon weg. Aber wenn ich jetzt von diesen Punkten, die auf dem Polygon liegen, einen so ein bisschen verändere, dann haben wir wieder so ein böses, nicht konvexes Polygon. Und jetzt kommt genau das, was eben einer von Ihnen schon mal gesagt hat. Ich muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich darf nämlich nicht dieses Ding hier wegnehmen. Denn trage ich ja was zu der Fläche dabei, was gar nicht zu der Fläche dazugehört. Ja? Das heißt, ich muss aufpassen beim Abschneiden, was ich tue. Und Sie haben es ja eben eigentlich schon gesagt, was ich tun muss. Und wir wissen ja auch schon, was wir tun müssen. Wir nehmen uns einen Punkt im Inneren des Dreiecks, was übrigens nicht völlig trivial ist. Man muss sich schon überlegen, wie bekomme ich einen Punkt, der garantiert immer im Inneren des Dreiecks liegt. Es gibt Methoden, die nicht funktionieren. Wenn Sie jetzt mal so gucken bei Wikipedia, typische Punkte auf Dreiecken oder ausgezeichnete Punkte auf Dreiecken nennt man das,
Dann gibt es sowas wie das Zentrum des Umkreises oder den Schnittpunkt der Höhen oder so. Das sind alles Punkte, die, wenn Sie Pech haben und Sie haben so ein ganz schiefes Dreieck, außerhalb des Dreiecks liegen können. Also Sie müssen schon irgendwas nehmen, was tatsächlich im Dreieck liegt. Was immer funktioniert, ist das, was man den geometrischen Schwerpunkt nennt. Das ist ein Drittel plus ein Drittel die eine Ecke plus ein Drittel die zweite Ecke plus ein Drittel die dritte Ecke. Das sind die sogenannten baryzentrischen Koordinaten. Dann liegen Sie garantiert immer in dem Dreieck. Und jetzt sind Sie in dem Dreieck und dann testen Sie, ob Sie auch im Innern des Polygons sind. Das haben wir uns ja eben überlegt, wie das geht. Darum musste mein Programm das können. Jetzt gehen Sie wieder raus, bis Sie aus dem Polygon ganz draußen sind und dann zählen Sie, ob Sie das gemacht haben, gerade oder ungerade. Und wenn der blaue Punkt einer war, von dem Sie feststellen, der liegt gar nicht in dem Polygon drin, dann dürfen Sie dieses Dreieck nicht abschneiden. Aber es gibt immer mindestens ein Dreieck, was Sie abschneiden können. Und Sie können so lange vorgehen, bis Sie kein Dreieck mehr übrig haben. Erster Schritt erledigt. Zweiter Schritt war, aus Dreiecken sollen Parallelogramme gemacht werden. Durchschneiden. Vielleicht denken Sie mal kurz selbst drüber nach, Sie haben ja eben schon so ein bisschen rumgeschnibbelt. Sie dürfen einen Schnitt machen und da soll ein Parallelogramm draus gemacht werden. Idee? Nächsten Seiten nehmen und davon jeweils die Mittelpunkte verbinden. So, genau. Und dann hat man die in der Hälfte sozusagen durchgeschnitten, also die Hälfte der Höhe. Ich habe es vorher extra schon mal so hingestellt, dass eine Seite parallel zum Rand unten ist. Also eventuell muss man das ein bisschen drehen. Und dann haben Sie das in zwei Teile zerschnitten und jetzt drehen Sie den oberen Teil um oder den unteren Teil, eins von beiden, um 180 Grad. Und dann haben Sie das hier. Also haben Sie aus dem Ding ein Parallelogramm gemacht. Jetzt haben wir kein Dreieck mehr, sondern ein Parallelogramm, mit dem wir weiterarbeiten wollen. Nur ist das jetzt erstmal irgendein Parallelogramm. Jetzt wollen wir aus dem Parallelogramm ein Rechteck machen. Das ist aber klar, oder? Oder nicht? Haben Sie da eine Idee? Ja? An einer Kante senkrecht auf die ein, also auf die Längskante schneiden und das dann quasi genau auf den Punkt, ne? Ja, also so. Also Sie schneiden einmal senkrecht runter auf einen der Punkte und dann können Sie das Ding jetzt nach links setzen oder das blaue Ding nach rechts, eins von beiden, und dann kriegen Sie zum Beispiel sowas raus. Jetzt haben Sie ein Rechteck. Und jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, eigentlich wollen wir daraus wieder ein Parallelogramm machen, aber ein ganz bestimmtes. Und jetzt fangen wir eigentlich zum ersten Mal an, uns überhaupt über die Fläche Gedanken zu machen. Bisher war das nur das Ganze, damit wir überhaupt ein Rechteck haben. Weil wir jetzt ein Rechteck haben, können wir auch genau die Fläche von dem Ding ausrechnen, um die es ja nachher geht. Ja? Das heißt, dieses Rechteck, was wir jetzt haben, dem gebe ich jetzt mal Zahlen. Die beiden Seiten sollen A und B sein. Man kann eventuell hier Schritte überspringen. Ich mache das, was jetzt kommt, ja eigentlich nur, weil ich nachher ein Quadrat habe. Das heißt, Sie können jetzt messen. Und wenn A und B sowieso gleich lang sind, dann haben Sie Ihr Quadrat schon, können Sie die Schritte dazwischen überspringen. Ansonsten müssen wir jetzt ein kleines bisschen Arbeit reinstecken, damit wir ein Quadrat bekommen. Also das ist kein Quadrat. Und ich habe das mal so hingelegt, eventuell müssen Sie das um 90 Grad drehen, dass die lange Seite A ist und unten liegt. Und jetzt können Sie sich Folgendes überlegen. Wenn b die kürzere Seite ist, dann gilt ja b ist kleiner gleich a. Wenn ich diese Gleichung b ist kleiner gleich a mit b multipliziere, dann steht da b Quadrat ist kleiner gleich ab. Und wenn ich die Gleichung aber mit a multipliziere, dann steht da a mal b ist kleiner gleich a Quadrat. Das bedeutet, der Wert ab liegt irgendwo zwischen b Quadrat und a Quadrat. Und ab ist die Fläche des Rechtecks. Also das merken wir uns mal. Ab ist die Fläche, um die es nachher geht, ja? Und dieses Stück liegt irgendwo zwischen b Quadrat und a Quadrat. Das bedeutet, die Wurzel aus ab liegt irgendwo zwischen b und a. Die ist also länger als die kurze Seite und kürzer als die lange Seite. Mit anderen Worten, die kann ich irgendwo hier da so reinlegen. Ja? Die ist länger als b und kürzer als a. Ich kann mir also einen Zirkel nehmen, kann den auf die Länge Wurzel aus ab einstellen und kann da oben so ein Stück wegkratzen. Oder statt Zirkel macht mein Computer das. Und das nehme ich als Schneidelinie. Und schneide an dieser Stelle durch, die ich so konstruiert habe. Und jetzt habe ich wieder ein Parallelogramm. Aber dieses Parallelogramm ist anders als vorher. Dieses Parallelogramm hat nämlich als Seitenlinie jetzt eine Linie, die garantiert die Länge Wurzel aus a mal b hat. Also Wurzel aus meiner Fläche. Und das ist eine Seite des Quadrates, die ich konstruieren will. Darum habe ich das Ganze nämlich gemacht. Okay, also wir haben jetzt hier dieses Parallelogramm und die eine Seite hat die Länge Wurzel aus a mal b. Und wir sind immer noch auf dem Weg zum Quadrat. Weil diese Seite Wurzel aus a mal b lang ist, muss die Höhe
von dem Parallelogramm auch Wurzel aus a mal b sein. Weil das ja die Flächenformel fürs Parallelogramm ist. Seite mal Höhe. Und wir wissen ja schon, dass die Fläche von dem Ding a mal b ist. Das heißt, die Höhe, also das Ding, was, ich zeichne es mal ein, was da senkrecht draufsteht, rechter Winkel, muss auch. Ja, da sehen wir schon, wo nachher unser Quadrat draus wird. Nämlich, wir teilen hier auf, schneiden da durch und verschieben dann so. Und dann haben wir ein Quadrat. Ja? Deswegen haben wir diese Sache vorher mit dem Parallelogramm gemacht, dass wir das genau auf diese Seitenlänge gebracht haben. Es gibt ein, zwei Stellen übrigens bei dem, was ich Ihnen hier zeige, wo manchmal so etwas seltsame Spezialfälle auftreten können. Mein Programm macht das richtig, aber ich wollte Sie jetzt auf den Folien nicht mit diesen Spezialfällen belästigen. Also manchmal muss man da noch ein ganz bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber die Grundidee funktioniert trotzdem. Also ich lüge Ihnen hier nichts vor, es funktioniert tatsächlich. So, jetzt ist es nicht mehr weit, jetzt haben wir ein Quadrat und dieses Quadrat hat die Seitenlänge Wurzel aus AB. Und jetzt kann man sich ganz leicht überlegen, die Fläche von dem Quadrat ist a mal b und das ist ja eine Seite mal die andere, die sind beide gleich lang, die Seitenflächen sind Wurzel aus AB. Eine von den beiden Strecken, 1 oder a mal b, muss höchstens so lang wie eine Seitenlänge des Quadrates sein. Denn wenn die beide länger wären, dann wäre die Gesamtfläche zu groß. Denn 1 mal AB ist ja gerade die Fläche. Und diese Strecke, die nehme ich, die habe ich hier rot eingezeichnet, die ist also kurz genug, dass ich sie da so reinbaumeln lassen kann. Ja? Und entweder ist diese Strecke mein Fnord, oder es ist die andere Seite von dem Rechteck, was ich bauen will. Das heißt, eventuell muss ich das Rechteck am Ende noch einmal um 90 Grad drehen. Aber ich kann jedenfalls eine von meinen beiden Referenzseiten so schräg in das Quadrat reinlegen. Und dazu bastle ich mir jetzt den rechten Winkel, und zwar lege ich das Ding so hin, ich habe ja die Möglichkeit, das zu drehen, dass der rechte Winkel genau unten im Eckpunkt landet, so wie ich das jetzt hier gezeichnet habe. Das macht mein Programm. Und jetzt habe ich hier eine Schneidelinie. Und was mir jetzt hier passieren kann, ist, ich möchte jetzt immer in diesen roten Höhen sozusagen von dem Quadrat abschneiden. Ich weiß aber nicht, wie oft ich schneiden muss. Zum Beispiel wie hier, muss ich eventuell nochmal da oben abschneiden, damit ich gleich breite Streifen von dem Quadrat abschneide. In diesem Fall hätte ich das Quadrat in drei Stücke zerlegt, grün, blau und rot. Aber das kann auch sein, dass es nur zwei Stücke sind, es kann auch sein, dass es viel mehr Stücke sind. Ja? Und diese ganzen Stücke, nachdem ich sie zerschnitten habe, verschiebe ich alle nach rechts, schwupp, schwupp, schwupp und fertig ist wieder das Parallelogramm. Und jetzt haben wir ein Parallelogramm, dessen Höhe, das war ja gerade diese rote Linie, entweder ein Fnord ist oder die andere Seite. Und jetzt machen wir aus dem Ding wieder ein Rechteck, das zeige ich Ihnen jetzt nicht nochmal, weil wir das gerade gemacht haben, wie man aus Parallelogrammen Rechtecke macht, und dann sind Sie fertig. Das ist alles. Also dieses Parallelogramm hat jetzt die passende Höhe für unser Referenzrechteck und mehr gibt es nicht zu tun. Fertig. Aber vielleicht haben Sie zwischendurch ein bisschen den Überblick verloren, darum zeige ich Ihnen jetzt mal in dem Programm, wie das funktioniert. Mit der Warnung, dass, wie ich schon sagte, dass das noch ein Prototyp ist, das heißt, es wird auch ab und zu mal so ein bisschen haken, da muss ich noch dran arbeiten, aber prinzipiell sollte es eigentlich gehen. Also die Idee ist, ich klicke mir jetzt, ich fange mal mit etwas Einfachem an, vielleicht so einen Weihnachtsstern oder so. Den klicke ich mir jetzt hier zusammen. Und jetzt sehen Sie erstmal hier, er zeigt mir schon an, in dieses Ding soll das später reinpassen. Ja? Und jetzt wählt er nach einem Algorithmus, der nicht festgelegt ist, sich einzelne Dreiecke raus, schneidet die ab und macht mit diesen Dreiecken genau das, was wir eben durchgesprochen haben. Ich kann das für einzelne Dreiecke laufen lassen oder für die ganze Figur. Also ich mache es jetzt erstmal für ein Dreieck, Next Triangle, Dreieck. Aus dem Dreieck zwei Teile, Parallelogramm, Rechteck, Quadrat, nee, das war das Parallelogramm, jetzt kommt das Quadrat, drehen, in Scheiben schneiden. Daraus ein Rechteck, drehen und das hat jetzt die richtige Breite, um es hier einzupassen. Und das war ein Dreieck. Das war ein langes Wochenende, ich sag's Ihnen. Und jetzt alle fehlenden Dreiecke noch. Da muss ich nicht so viel klicken. Das nächste Dreieck, Parallelogramm, Rechteck. Da haben wir unser Quadrat. Drehen, in Scheiben schneiden. Da oben ist eine ganz kleine Ecke, die fehlt noch, sehen Sie?
So, jetzt das, haben wir wieder ein Rechteck, drehen und das ist die richtige Breite und hin damit. Zack. Jetzt dies, ah, das ist aber schlecht ausgewählt jetzt, aber nein, egal. Das ist ein Sonderfall, den ich Ihnen vorhin nicht gezeigt habe, aber es funktioniert, wie Sie sehen. Man kann das hinbekommen. Da bleibt auch wieder eine kleine Ecke da oben, die noch rangepieselt werden muss. So. Und zack. Und drehen. Und jetzt vielleicht mal ein größeres Dreieck. Wäre auch ganz nett. Ja. Übrigens nebenbei, wenn Sie im zweiten Semester sind, diese ganzen Animationen da habe ich mit homogenen Koordinaten gemacht. Kann man ganz super machen. Man kann sich nämlich solche Sachen wie, es soll gleichzeitig sich drehen und an der richtigen Stelle landen, kann man ganz prima mit homogenen Koordinaten machen. Also ich nutze das wenigstens, was ich in der Vorlesung mache. Ich weiß nicht, ob Sie es können. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es kommt. Also hier sehen die Farben toll aus. Jetzt wird es langsam spannend. So, ich hatte Ihnen ja drei mathematische Resultate versprochen. Das letzte kommt jetzt so ein bisschen als Anhang ganz kurz nochmal. Sie kennen ja diese fatale Neigung der Mathematiker zur Verallgemeinerung. Und natürlich ist die nächste Frage, die man sich stellt, wie ist denn das im Raum? Da musste ich mir jetzt ein Wort für ausdenken, weil ich keins gefunden habe. Ich habe das mal Kettensägen-kongruent genannt. Also wenn Sie jetzt... Im Raum heißen die Dinger Polyeder, ja, sowas wie das da. Und da könnte man sich jetzt natürlich die gleiche Frage stellen. Einerseits ist es klar, wenn zwei Figuren kettensägenkongruent sind, das heißt, wenn ich die eine immer so schön längs von Ebenen zerschneiden kann und daraus eine andere zusammenbauen kann, müssen die das gleiche Volumen haben. Aber es ist umgekehrt auch so, wenn die das gleiche Volumen haben, sind die dann automatisch kettensägenkongruent. Das wäre ja das Pendant zu dem Gerwin-Bolyai-Satz, den wir eben gesehen haben. Ja? Also die Frage könnte man sich stellen. Und die Frage wurde auch gestellt, das ist sogar eins von Hilberts 23 berühmten Problemen gewesen. Vielleicht haben Sie da schon mal von gehört. 1900 zur Jahrhundertwende hat der damals wohl berühmteste Mathematiker der Welt, Hilbert, anlässlich der Weltausstellung einen Vortrag in Paris gehalten und hat 23 Probleme genannt, von denen er meinte, dass sie für die Mathematik sehr wichtig wären und hat damit größtenteils einen sehr guten Riecher bewiesen. Also er hat einige Probleme genannt, die Jahrzehnte für die Lösung gebraucht haben. Er hat einige Probleme genannt, die heute noch nicht gelöst sind. Aber er hat auch ein Problem genannt, was noch im selben Jahr gelöst wurde. Nämlich diese Frage hier. Das ist sein drittes Problem gewesen. Die wurde im selben Jahr noch gelöst von einem Hamburger. Max Dehn heißt der. Der hat das im Rahmen seiner Habilitation gelöst. Und die überraschende Antwort ist... Achso, das ist das Erste, das beantwortet wurde, steht hier noch. Die überraschende Antwort ist, dass das nicht geht. Also in der Ebene geht's, im Raum geht's nicht. Und das sind jetzt noch drei kleine Folien, in der ich Ihnen eine grobe Idee davon geben will, wie der Beweis geht. Der Beweis ist ganz anders als das, was wir hier gemacht haben. Es ist kein konstruktiver Beweis, ist ja auch logisch, weil nichts konstruiert wird, sondern es wird ja ein Gegenbeispiel gebaut. Und der Beweis benutzt im gewissen Sinne schwere Geschütze, ist aber eigentlich nicht wirklich kompliziert. Ich lasse so ein paar technische Details aus.
Ich würde mal sagen, ein Mathestudent im zweiten Semester müsste den Beweis vollständig verstehen können. Bei Ihnen würde ich das jetzt nicht unbedingt verlangen, weil wir einfach einige Begriffe gar nicht benutzt haben. Aber es ist nie wirklich irgendwas Schweres zwischendurch in dem Beweis drin. Wie bei den anderen Sachen, irgendwer muss mal auf die Idee gekommen sein. Das ist das Entscheidende eigentlich. Also die grobe Beweisidee ist die folgende. Und das erste ist eigentlich fast schon das Schwierigste. Wir wählen eine q-lineare Abbildung. Was soll das überhaupt bedeuten? Man stellt sich die Menge der reellen Zahlen als Vektorraum über dem Körper der rationalen Zahlen vor. Das heißt, die Vektoren sind die reellen Zahlen und die Skalare sind die rationalen Zahlen. Dann kann man reden von Abbildungen von R nach R, die q-linear sind. Das heißt, ich kann da immer rationale Faktoren rausziehen. Das ist alles mathematisch überhaupt kein Problem. Das Problem ist, kann ich eine Abbildung bauen, deren Kern Pi mal Q ist? Wie ist das gemeint? Der Kern ist Pi mal Q. Pi mal Q ist die Menge aller rationalen Vielfachen von Pi. Also in der Menge sind drin Pi und Pi halbe und 5 halbe Pi und 7 mal Pi und so weiter. Aber die meisten Zahlen sind nicht drin. Zum Beispiel 0,1 ist nicht drin und E ist nicht drin und solche Sachen. Ja? Und der Kern heißt, das sind genau die Zahlen, bei denen, wenn ich sie in die Abbildung einsetze, 0 rauskommt. Man kann so eine Abbildung relativ leicht konstruieren oder man kann, sagen wir mal so, ein Konstruktionsprinzip angeben, mit der man so eine Abbildung konstruieren kann. Dafür braucht man aber das, was die Mathematiker das Auswahlaxiom nennen. Das bedeutet, da kommen Annahmen über unendliche Mengen rein, die man nicht beweisen kann. Das Auswahlaxiom ist etwas über unendliche Mengen, von dem ich mal sagen würde, dass es eigentlich jeder Mathematiker glaubt, aber auch jeder Mathematiker weiß, dass es nicht bewiesen werden kann. Darum ist an der Stelle dieser Beweis was völlig anderes als das, was wir eben gesehen haben. Eben haben wir wirklich was Konstruktives gesehen, woraus man eine Computerdemo schneidern kann, die dann auch wirklich was zeigt. Und dieses hier ist so ein klassischer Existenz- bzw. Nicht-Existenz-Beweis, wo man mit logischen Argumenten etwas zeigt, aber dazwischen halt Dinge braucht, die fast schon im philosophischen Bereich liegen. Aber es ist schon etwas, von dem, glaube ich, jeder Mathematiker sagen würde, ist ein sauberer Beweis. Also wenn man so eine Abbildung hat, dann geht das, der Rest ganz einfach. Dann hat Herr Dehn gesagt, okay, wir gucken uns immer von einem Polyeder, zum Beispiel stellen sich einen Würfel vor, die Kanten an. Und uns interessieren zwei Dinge. Einmal interessiert uns jeweils die Länge der Kante. Dafür schreibe ich immer so Betrachtstriche für die Länge. Und uns interessiert jeweils der Raumwinkel. Also eine Kante entsteht ja immer dadurch, dass sich zwei Flächen des Polyeders schneiden. Und den Winkel zwischen den beiden Flächen, den nennt er immer Alpha K. Also Alpha ist der Winkel an der Kante K. Und jetzt rechnet er einfach eine ganz simple Zahl aus. Er nimmt alle Kanten der Reihe nach und nimmt jeweils Länge der Kante mal Raumwinkel, aber den Raumwinkel setzt er vorher in diese ominöse Funktion f ein. Und das addiert er, was da rauskommt. Diese Zahl, die nennt man heutzutage die Dehn-Invariante von dem Polyeder. Also das ist eine bestimmte Zahl, die man für jedes Polyeder tatsächlich sehr einfach ausrechnen kann, bis auf dieses f, kommen wir gleich noch drauf. Und die trägt den Namen Invariante, weil sich da was nicht ändert. Wir werden gleich sehen, was. Das ist aber eigentlich schon alles, was man braucht. Ich zeige Ihnen erstmal an zwei Beispielen, wie man diese Zahl ausrechnet. Wir nehmen uns einen Kubus, und zwar einen, der die Seitenlängen 1 hat, also ein Kubus, der Einheitskubus sozusagen. Dann sind also die Kanten auch alle von der Länge 1. Das ist das, was hier steht. Ja? Und die Winkel von dem Kubus sind ja immer, also die Winkel, mit denen die Flächen aufeinander stehen, sind immer 90 Grad, Pi halbe. Und weil unsere Funktion ja so gewählt war, dass die rationalen Vielfachen auf 0 abgebildet werden, kommt am Ende 0 raus. Ja, wenn ich rationale Vielfache von Pi einsetze, dann kommt am Ende 0 raus. Also ich brauche gar nicht zu wissen, was bei f rauskommt. Entscheidend ist nur, wenn ich Pi einsetze, kommt 0 raus. Darum kommt insgesamt als Dehn-Invariante von einem Kubus 0 raus. Okay. Und jetzt nehme ich eine andere Figur, und zwar einen anderen platonischen Körper, ein regelmäßiges Tetraeder mit dem Volumen 1. Also dieser Tetraeder hat das gleiche Volumen wie mein Kubus. Darum geht es ja in der Frage eigentlich. Wenn ich zwei Figuren von gleichem Volumen habe, sind die Kettensägen kongruent. Ja, das war ja eigentlich die Frage, die wir stellen wollten. Und worauf es hinauslaufen wird, ist, dass diese beiden Figuren nicht Kettensägen kongruent sind. Jetzt können Sie entweder selbst ausrechnen oder bei Wikipedia nachgucken, was sind die Kantenlängen von dem Ding und was sind die Kantenwinkel. Die Kantenlänge ist irgendeine komplizierte Zahl, die habe ich mal a genannt, dritte Wurzel aus 6 mal Quadratwurzel von 2. Und der Kantenwinkel ist Arcus Cosinus von 1/3.
Wenn ich das in die Dehnsche Formel einsetze, dann kommt als Dehnsche Invariante von diesem Tetraeder raus 6 mal a mal der Arcos Cosinus von 1 Drittel eingesetzt in f. Und entscheidend ist, das kann nicht 0 sein. 0 kann das ja nur dann sein, wenn der Arcos Cosinus von 1 Drittel ein rationales Vielfaches von q wäre, was aber bedeuten würde, dass der Cosinus von einem rationalen Vielfachen von q 1 Drittel wäre. Und der Cosinus von einem rationalen Vielfachen von q kann niemals ein anderer Bruch als 0 oder 1 sein. Das ist eine Sache, die ich Ihnen jetzt nicht beweisen kann, die ist aber schon seit langem bekannt. Und darum ist klar, dass hier nicht 0 rauskommen kann, egal was da rauskommt. Es kann nicht 0 rauskommen. Also wir merken uns, die Dehn-Invariante von dem Kubus ist garantiert 0, die Dehn-Invariante von dem Tetraeder ist garantiert nicht 0. Und jetzt hat Herr Dehn Folgendes beweisen können, diese Dehn-Invariante ist additiv. Das bedeutet, wenn ich mir ein Polyeder nehme und rechne davon diese Dehn-Invariante aus und dann zersäge ich das und rechne die Dehn-Invarianten von den beiden Einzelteilen aus, dann ist die Summe dieser beiden Invarianten das, was ich vorher hatte. Das bedeutet, durch das ganze Zerschneiden ändere ich niemals die Dehn-Invariante. Ja? Egal, was ich mache, wie ich auch immer schneide, dieser Wert ändert sich nicht, darum nennt man ihn auch Invariante. Ja? Dieser Beweis ist nicht schwer. Da muss man im Prinzip sich nur überlegen, das kann man sich so richtig grafisch eigentlich vorstellen, was für Fälle überhaupt eintreten können. Ich schneide eine Kante in der Mitte durch, ich schneide eine Kante längs durch, es gibt so 2, 3 Fälle und überlegt sich jeweils, was da passiert. Wenn ich das habe, dann ist klar, dass Würfel und regelmäßige Tetraeder nicht kettensägenkongruent sein können. Denn der eine hat ja die Dehn-Invariante 0 und der andere hat 1. Und egal, wie lange ich an dem einen rumschnibble, das wird immer 0 bleiben. Da kann niemals durch Schnibbeln und wieder Zusammensetzen 1 rauskommen. Darum habe ich 2 Figuren gefunden, die das gleiche Volumen haben, die ich aber nicht durch Zersägen und Zusammensetzen ineinander überführen kann. Darum kann das nicht stimmen. Also die Frage ist damit beantwortet, das geht nicht. Natürlich kann man auch diese Frage jetzt noch weiter ausdehnen und sich umgekehrt fragen, was sagt denn die Dehn-Invariante über die Kettensägenkongruenz raus? Also was ist denn, wenn 2 Figuren dieselbe Dehn-Invariante haben? Und da will ich Ihnen nur das Ergebnis sagen, das habe ich hier mal so als Fußnote hingeschrieben. Ein Schweizer Mathematiker namens Südler hat irgendwann Mitte des letzten Jahrhunderts bewiesen, wenn 2 Polyeder immer dieselben Dehn-Invarianten haben, egal welche Funktion ich nehme, also egal welches f ich nehme, dann sind die Kettensägen kongruent. Also das ist dann eine hinreichende Bedingung dafür. Das ist aber schon ein sehr theoretisches Resultat, weil da steht für alle möglichen f. Es gibt natürlich unendlich viele f, die diese Eigenschaft haben. Damit bin ich eigentlich schon bei der Hausaufgabe angelangt, für Weihnachten. Ich habe Ihnen hier mal hingemalt ein Quadrat und ein gleichseitiges Dreieck, also gleichseitig heißt, alle Seiten sind gleich lang, die Winkel sind 60 Grad. Und Sie sollen 3 Dinge machen. Das erste ist, kramen Sie Ihre Geometriekenntnisse wieder raus und versuchen Sie, die beiden so zu konstruieren, dass sie die gleiche Fläche haben. Zum Beispiel die beiden, die ich hier hingemalt habe, haben tatsächlich die gleiche Fläche. Oder gucken Sie bei Wikipedia nach. Also malen Sie sich die beiden so hin, dass sie die gleiche Fläche haben. Zweiter Teil der Aufgabe ist, machen Sie das, was wir eben gemacht haben, mit diesen beiden Figuren mal. Also den Beweis von dem Gerwin-Bolyai-Satz. Und dann versuchen Sie das mal zu optimieren. Also versuchen Sie mal weniger Schnitte zu nehmen. Das Programm schneidet ja ziemlich viel rum. Und man kann das, ich glaube, mit 5 oder 6 Schnitten höchstens machen. Vielleicht sogar noch mit weniger. Also versuchen Sie, die Figur in möglichst wenige Puzzleteile zu zerlegen, damit Sie aus dem Quadrat ein gleichseitiges Dreieck machen können. Und wenn Sie das gelöst haben, dürfen Sie dann Ihre Weihnachtsgeschenke aufmachen.